Auf den ersten Blick jedenfalls, wenn man einfach von Barth kommt, Wortgottestheologie, dialektische Theologie und so weiter, scheint es erstmal so zu sein, als ob Barth nichts mit den ganz großen Denkern der klassischen deutschen Philosophie zu tun hätte, wenn man jetzt an Hegel und Kant denkt. Eher scheint es so, als ob Barth mit Denkern wie Søren Kierkegaard zu tun hat. Das ist natürlich auch bekannter. Wie bei Kierkegaard ist es bei Barth so, dass er in einer kritischen Distanz durchaus steht zu Auffassung einer autonomen Vernunft, die aus sich heraus alles setzt. Es ist auch bekannt, dass Barth seinerzeit eben gegen den theologischen Rationalismus der Aufklärung und die liberale Theologie der Zeit, seiner Zeit auch durchaus kritisch gegenüber eingestellt war, sodass er mitunter als neoorthodox eingestuft werden konnte. Also wie kann es dann sein, dass sich Barth mit Kants Vernunftbegriff und Hegels Geistbegriff intensiv befasst hat, wie ich heute versuche zu zeigen, wo er eben doch im Zuge seiner Wortgottestheologie Denker wie Luther und Kierkegaard, die nicht etwa die Grenzen, sondern die gänzliche Impotenz der menschlichen Rationalität, man denke etwa an Luthers Rede von der Hure Vernunft, besonders herauszustellen versuchten. Barth ist, wie ich im Folgenden zu zeigen versuche, durchaus auch ein Vernunftkritiker im Gefolge von Kant, jedoch Vernunftkritiker in einem anderen Sinne. Vernunftkritiker insofern, als er sich, wie auch der Titel meines Vortrags sagt, mit den Grenzen der Vernunft besonders befasst. Aber wie es mit allen Untersuchungen über die Grenzen der Fall ist, wenn man über die Grenze denkt, ist man halb schon über die Grenze hinaus. Und um diese Dialektik von Grenzziehung und Grenzüberdenkung soll es jetzt in meinem Vortrag gehen. Wie ich schon sagte, gegenüber dem Vorwurf einer unkritischen Orthodoxie, ja gar eines Irrationalismus, steht die Tatsache, dass sich Barth verstreut in seinem Werk, vor allem aber in seiner Schrift über die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, explizit mit Kant und anderen Philosophen des deutschen Idealismus, allen voran Hegel, auseinandergesetzt hat. Wie passt, kann man noch mal fragen, diese intensive Auseinandersetzung mit Kant und dem deutschen Idealismus, der doch alles andere als orthodox, sondern vielmehr kritisch ist und die Vernunft ins Zentrum stellt, zu Barths Theologie? Ohne Frage ist Kierkegaards Philosophie für Barth von großer Bedeutung. Doch darf dahinter nicht die zentrale Stellung der klassischen deutschen Philosophie, insbesondere diejenige Kants, verdeckt werden. Dass diese Philosophie Kants für Barth prägend war, wird bereits aus seinen biografischen Umständen deutlich. Wie Sie alle wissen, hatte Barth in Marburg studiert und war daher besonders durch neukantianische Philosophen wie Hermann Cohen und Paul Nathorp, aber auch durch den ebenso stark von Kant geprägten Theologen Wilhelm Hermann beeinflusst. Auch Barths Bruder Heinrich Barth hatte in Marburg bei Hermann Cohen und Paul Nathorp studiert. Die beiden Denker Kant und Hegel, aber auch Schleiermacher, interessanterweise ausdrücklich nicht aber Fichte und Schelling, gelten für Barth als Typen, die besondere Züge ihres jeweiligen Zeitalters exemplarisch manifestieren. Barth schreibt, Zitat, an Fichte und Schelling kann man vorbeikommen, an Hegel so wenig wie an Kant. Also Barths Rezension der klassischen deutschen Philosophie ist durchaus selektiv. Er gewichtet nicht alle Denker gleichermaßen. Man könnte jetzt auf den ersten Blick denken, Schelling spielt eine besondere Rolle, aber jedenfalls in der Philosophie, in der Theologie, in der Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts kommt überhaupt kein eigener Eintrag vor, der Schelling gewidmet ist. Und auch nicht Fichte, sondern es kommt Herder dran zum Beispiel. Es kommt Novalis, ist ein Kapitel drin, aber interessanterweise eben nicht zu Fichte und zu Schelling. Und das ist durchaus mal auffällig, weil man könnte doch jetzt sagen, gut, Schelling, vor allem der späte Schelling, ist näher an so einer Existenzphilosophie dran, wie auch Kierkegaard dann für Barth wichtig wurde, aber er behandelt Schelling nicht ausdrücklich, so wie er es bei Kant und Hegel tut.
Kant und Hegel werden verbaut, wie ich schon sagte, zu Typen oder Repräsentanten, wie auch alle anderen Philosophen und Denker in diesem Buch, in seiner Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts. Und Barth sagt, dass Kant der vollendete Mensch des 18. Jahrhunderts war, während Schleiermacher, dem er auch dann ein Kapitel widmet, ein, Zitat, ganz und gar moderner Mensch gewesen sei. Kants Philosophie charakterisiert Barth allgemein als die, Zitat, tiefste Philosophie des 19. Jahrhunderts, Hegels Philosophie hingegen als die, Zitat, radikalste. Also es ist so, dass Barth sich diesen Denkern Kant, Hegel und Schelling jetzt nicht so sehr in jedem Detail widmet, sondern sie eher als exemplarische Figuren, geistesgeschichtliche Figuren auffasst, an denen sich gewissermaßen Züge hinsichtlich des Verhältnisses von Philosophie und Theologie besonders kristallisieren, besonders manifestieren und durch deren Analyse Barth dann, wie ich zu zeigen versuche, auch die weitere theologische Entwicklung in der Folge des 19. Jahrhunderts versucht zu kritisieren und auch in gewisser Weise Wege aufzuzeigen, wie sich diese Entwicklung anders hätte gestalten können. Das ist so das Setting. Barth verhandelt die Philosophen des deutschen Idealismus, vor allem Kant und Hegel, wie ich schon sagte, im Rahmen einer Geschichte der neueren protestantischen Theologie. Und diese Geschichte trägt den Untertitel Ihre Geschichte, Ihre Vorgeschichte und Ihre Geschichte. Interessant ist, dass Barth die Denker der klassischen deutschen Philosophie, vor allem jetzt eben Kant und Hegel, in jenem Teil behandelt, den er mit Vorgeschichte betitelt. Darin behandelt Barth unter anderem Rousseau, Lessing, Herder, Novalis, eben auch Kant und Hegel. Erst in dem darauffolgenden zweiten Teil, der mit Geschichte überschrieben ist, kommt Barth dann auf Schleiermacher zu sprechen und behandelt dann im Folgenden unter anderem Feuerbach, Strauss und endet bei Albrecht Ritschl. Die Behandlung der Denker des deutschen Idealismus versteht Barth also als Vorgeschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts, die er wiederum von der Geschichte des 18. Jahrhunderts abgrenzt. An dieser Positionierung wird klar, dass sich Barth des deutschen Idealismus deswegen bedient, um die folgende theologische Entwicklung kritisch prüfen zu können. Barth ist sich dabei durchaus bewusst, dass man nicht mehr hinter Kant unkritisch zurückfallen kann. Generell legt er deswegen Wert darauf zu zeigen, dass sich Vernunft, Religion, Philosophie und Theologie im deutschen Idealismus nicht ausschließen, weil die aufgeklärte Haltung zur Vernunft immer eine besondere ist. Barth hebt insbesondere bei seiner Analyse Kants, wie ich noch zeigen werde, den Primat der praktischen vor der theoretischen Vernunft hervor. Auch wenn er immer wieder darauf Bezug nimmt, dass Kant ein kritischer Denker ist und ganz klar ihre Grenzen dem Denken und auch der Theologie gezogen hat. Barth entwickelt, so könnte man sagen, in Auseinandersetzung mit Kant und auch Hegel eine immanente Kritik der jeweiligen Positionen, die es ihm am Ende erlaubt, verschiedene neuere Entwicklungen der Theologie seiner Zeit zu kritisieren. Damit kann Barth gegenüber dem Vorwurf in Schutz genommen werden, wonach er der Vernunft nur wenig Beachtung schenkt oder sie gar ignoriert. Vielmehr sind es gerade die Grenzen der Vernunft, die ihn besonders interessieren und die er durchaus kritisch entlang von Kant und Hegel analysiert. Ich werde jetzt im Folgenden einige zentrale Zitate aus diesem reichen Fundus an Stellen dieser Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts auswählen und präsentieren und versuchen zu analysieren mit Blick auf die Rolle der Grenze, die darin vorkommt. Ich komme jetzt zum ersten Punkt, Barth und Kant. Dass die Philosophie Immanuel Kants für Karl Barth bereits früh eine Rolle gespielt hat, zeigen seine autobiografischen Bemerkungen. Barth sagt nämlich, er schreibt rückblickend, das erste Buch, das mich als Student, ergänze wohl in Marburg, wirklich bewegt hat, war Kants Kritik der praktischen Vernunft. Also hier wieder interessant zu sehen, nicht die Kritik der reinen Vernunft, die ja in der Regel erst am Anfang steht, dieser drei Kritiken. Man geht, denke ich, sicherlich auch im Studium häufig durch, dass man mit der ersten Kritik beginnt und dann die zweite und dann die dritte Kritik anschließt. Aber es ist so, dass für ihn besonders die Kritik der praktischen Vernunft im Zentrum steht.
diese Kritik der praktischen Vernunft erweist sich deswegen als zentral für Barth, weil es hier gewissermaßen um eine doppelte Grenzziehung geht. Zunächst einmal um das theoretische Wissen, dann aber eben auch um das praktische Wissen. Diese zwei Formen des Wissens sind nicht zweigeteilt oder existieren unabhängig voneinander, sondern das hat, denke ich, auch Barth jetzt hier im Sinn gehabt. Das praktische Wissen führt das theoretische fort. Es setzt dort an, wo das theoretische Wissen seine absolute Grenze findet. Und indem Barth immer wieder diese positive, konstruktive Leistung der Kritik der praktischen Vernunft, vor allem auch des Vermögens der praktischen Vernunft, betont, wendet er sich auch gegen die durchaus auch in der Theologie seiner Zeit weit verbreitete Ansicht, dass Kant ein bloßer Zertrümmerer der Philosophie gewesen sei. Barth sagt, ich zitiere, dieses Unternehmen von Kant, also diese Kritik der Vernunft, hat aber eine andere Seite, eine positive Seite. Auch und gerade die Erkenntnis aus reiner Vernunft ist nach Kant wirkliche Vernunfterkenntnis, so gewiss sie auch aller Erfahrungserkenntnis notwendig ist. Die Vernunft muss sich aber als reine Vernunft verstehen lernen. Sie hat sich selber noch nicht verstanden, solange sie sich bloß als theoretische Vernunft, solange sie sich nicht als handelnde, als praktische Vernunft verstanden hat. Die praktische Vernunft, so fährt Barth fort, in der Lehre Kants, ist nicht eine Art zweiter Vernunft neben der theoretischen, sondern die eine Vernunft, die auch theoretische ist, ist auch, und man muss geradezu sagen, sie ist primär praktische Vernunft. Handlung, Praxis ist ja auch die in der transzendentalen Perzeption begründete Einheit von Anschauung und Begriff, in welcher die Erfahrungserkenntnis wirklich ist. Hier sieht man durchaus, dass Barths existenzorientierte Denkweise, die sich in seiner dialektischen Theologie, aber auch in der Wortgottestheologie immer findet, der Bezug auf die Existenz des Individuums durchaus mit Kants Kritik der Vernunft in eine Beziehung setzen lässt. Also ist es nicht so, dass Kant jetzt hier nur der Vernunftdenker ist, sondern indem Kant nach Barth der Vernunft Grenzen setzt und bestimmte Ausprägungen der Vernunft gegenüber anderen Ausprägungen oder Vermögen in ein Verhältnis setzt, in ein Verhältnis der Überordnung, kann Barth zeigen, dass sich hier bei Kant ähnliche Tendenzen finden lassen, die auch für seine eigene Theologie prägend sind. Barth fährt fort und hier wird wieder entscheidend, dass Barth auch bei Kant den wirklichen Menschen ins Zentrum stellt, nicht nur den theoretischen. Er sagt Folgendes mit Bezug auf Kant: Der abstrakt als theoretisch vernünftiges Wesen verstandene Mensch ist nicht der wirkliche Mensch. Wirklicher Mensch, wirkliches Vernunftwesen bin ich nicht schon Kraft jenes Vermögens, Dinge im Raum und in der Zeit zu erkennen, sondern dieses Vermögen im Raum und in der Zeit zu erkennen, ist selber begründet in dem eigentlichen und entscheidenden Vernunftvermögen, Kraft dessen ich Notwendigkeit, Gesetz erkenne, nämlich so, dass ich mir selber als handelnde Person Notwendigkeit und dass mir selbst als handelnder Person Notwendigkeit und Gesetz aufgelegt wird. In der praktischen Philosophie tritt bei Kant, so Barth, der wirkliche Mensch ins Zentrum und dadurch lässt sich eben auch Kants kritischer Philosophie ein für Barth auch in theologischer Hinsicht positiver Aspekt abgewinnen. Von besonderer Bedeutung erweist sich jedoch für Barth Kants kritische Philosophie, insofern sie eine Philosophie der Kritik und Grenze ist. Die Dialektik von Grenze und Grenzüberschreitung, des Bedenkens und Überdenkens von Grenzen, zieht sich dabei wie ein roter Faden durch Barths Werk und auch vor allem eben durch diese Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts. Jetzt will ich aber beginnen mit einem Zitat aus einem anderen Werk, das aber gleichwohl sich mit Kants Begriff oder These der Grenze befasst, nämlich mit der zweiten Fassung seines Römerbriefs von 1922. Dort findet sich in der Auslegung von Römer 8, Vers 1 und 2 ein Bezug zu Kant und interessanterweise auch auf sein Verständnis der Grenze. Ich zitiere mal Zitat 1 auf dem Textblatt.
Zitat, dass der Mensch ist, dieses seltsam Demütigende kann er sich offenbar nicht selbst sagen, sondern das muss ihm gesagt sein, geantwortet sein, bevor er gerufen hat. Der Ort, von dem aus der ganze geschlossene Kreis als solcher zu sehen ist, kann selber nicht innerhalb des Kreises liegen. Die Möglichkeit, das Menschenmögliche als solches in seiner Beschränkung zu erfassen, ist offenbar. Und wenn wir uns von Kant jeden Blick über das Beschränkende hinaus verbieten ließen, ja, gerade dann eine ganz unerhört neue Möglichkeit. Also hier, anders als dann, wie ich zeigen werde, in der Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts, dient Kant als derjenige, der Grenzen setzt. Hier jetzt aber noch mehr als jemand, der sogar den Blick über diese Grenze eigentlich nicht zulässt. Das ist die Perspektive aus dieser Römerbriefsauslegung. Aber auch hier eben, das ist mir wichtig zu betonen, dient Kant als jemand, der einfach Grenzen setzt, dieses kritische Moment beisteuert. Besonders intensiv setzt sich Barth jedoch mit Kant in seiner protestantischen Theologie im 19. Jahrhundert auseinander, die direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1946-47 in der ersten Auflage erschien, jedoch bereits im Jahr 1933 aus einer Bonner Vorlesung hervorgegangen waren und die dann, wie Barth im Vorwort schreibt, als ein Torso zurückbleiben mussten, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Karl Barth interessiert sich insbesondere darin für Kants Projekt einer Aufklärung der Vernunft. Und interessant ist, wie ich schon sagte, dass Barth ähnlich wie in dieser Römerbriefauslegung mit der kritischen Grenze Kant in Verbindung bringt. Nun aber, anders als im ersten Zitat, wie mir scheint, diese kritische Grenze durchaus positiv bewertet. Das ist jetzt das zweite Zitat. Das ist eine generelle Einschätzung von Kant, wie er sie bei allen diesen Denkern in der Vorgeschichte vornimmt. Zitat 2. In diesem Mann, nämlich in Kant, und in diesem Werk hat das 18. Jahrhundert sich selber in seinen Grenzen gesehen, verstanden und bejaht. Sich selber in seinen Grenzen. Damit sagen wir, dass wie Rousseau und Lessing, so auch Kant an der Wende der Zeiten steht. Wir müssen aber sofort hinzufügen, eben indem bei Kant nur dieses ganz Schlichte stattfindet, keine Eröffnung einer neuen Diskussion, keine Entdeckung neuer Provinzen und Kräfte wie bei Rousseau und Lessing, käme es darauf an, so könnte es uns wohl geschehen, dass uns Kant nach Rousseau und Lessing wie ein Reaktionär vorkommen möchte. Nur dies Schlichte, eine Verständigung dieses Jahrhunderts über sich selber, aber über sich selber in seinen Grenzen, indem bei Kant nur eben dies stattfindet, steht er faktisch viel prinzipieller, viel umfassender und radikaler und geschichtlich gesprochen viel interessanter und bedeutungsvoller an jener Wende der Zeiten. Also ganz allgemein zeigt sich nach Barth in der Person Kants, in der ideengeschichtlichen Stellung Kants, schon dieses entscheidende Moment der Grenze und der Grenzziehung. Nun aber wendet Barth diese kritische Stellung Kants auch auf sein Verhältnis zur Theologie. Und das ist jetzt das dritte Zitat, was ich auch noch kurz vorlesen möchte. Man erkennt aber das Ausgezeichnete der Stellung Kants auch und gerade in seiner besonderen Stellung zum theologischen Problem. Er und nur er ist nämlich auch und gerade hier der Mann, in welchem das Jahrhundert sich selber in seinen Grenzen versteht. Keiner weit und breit hat das, was im 18. Jahrhundert theologisch, was das 18. Jahrhundert theologisch meint und wollte, so entschlossen, so hart und konsequent, im Gegensatz zu Rousseau, so unsentimental klar und im Gegensatz zu Lessing, so unfreimaurisch offen herausgebracht wie er. Jetzt kommt die entscheidende Passage. Es hat aber auch keiner weit und breit so deutlich gesehen, dass dieses theologische Meinen und Wollen eines sei begrenzt von einer nicht relativ, sondern absolut anderen theologischen Möglichkeit. Kant hat für seine Person keinen Augenblick daran gedacht, diese Grenze zu überschreiten. Er steht wirklich auf beiden Füßen innerhalb dieser Grenze. Aber wie ablehnend, wie polemisch immer, er sieht sie doch. Also bei Kant zeigt sich bereits die Möglichkeit einer theologischen Perspektive, die jedoch, wie Barth im Folgenden dann zeigen möchte, erst noch ausgearbeitet
werden muss. Interessant ist, dass Barth sich mit Kants Kritik der praktischen Vernunft so befasst, dass er den individuellen Menschen, den wirklichen Menschen hier thematisiert sieht und dann, wie ich im vierten Zitat, das ich jetzt nicht ganz vorlesen möchte, aber nur kurz streifen möchte, zeigt, dass darin gewissermaßen existenzielle Vollzüge zu finden sind. Barth schreibt von einer Bescheidenheit, die sich darin zeige, einer ganz anderen Herrlichkeit, aber auch in etwas Ehrfurchtsgebietendem. Und das sind durchaus Begriffe, die jetzt, sagen wir, nicht aus der kantischen Terminologie entlehnt sind. Das sind externe Kategorien, die durchaus ja, existenzphilosophischen Beiklang haben, die er aber gerade in dieser Grenzziehung, in dieser kritischen Philosophie bei Kant zu finden glaubt. Also hier zeigt sich, dass Barths Kant-Interpretation sehr eigenständig ist. Wie ich im Folgenden zu zeigen versuche, glaube ich, dass das, Barth eben von späteren zum früheren tut. Aber ich komme noch genauer drauf, also dass er mehr oder weniger in Kant eben auch seine Überzeugung wiederfinden möchte, dabei nicht bleibt, sondern dann in einem entscheidenden Schritt, auf den ich auch bald zu sprechen kommen werde, doch auch über Kant hinaus gehen möchte. Kritik ist nach Barth nicht, wie ich schon sagte, gleichzusetzen mit etwas Destruktivem, mit einer Zerstörung von Werten, sondern, und das ist auch interessant, hat zu tun mit etwas, was einem Glauben an die Vernunft zu tun hat. Wer die Vernunft kritisiert, der beschränkt sie nicht im schlechten Sinne, der stellt sie nicht ins Abseits, sondern der befasst sich mit der Vernunft auf eine besonders intime Art und Weise, was auch wieder zu dem vierten Zitat passt, wo Barth gewisse existenzphilosophische Termini ins Spiel bringt. Ich lese hierzu mal das fünfte Zitat vor. Kritik der Vernunft heißt Verständigung der Vernunft über sich selber. Ihr Pathos ist in keiner Weise das einer Verneinung. Es ist vielmehr so ausdrücklich wie nur möglich das einer Bejahung der Vernunft. Kant ist nicht Jacobi. Kant ist nicht Hamann oder Claudius oder Lavater. Kant ist Kant und seine Vernunftkritik hat mit Kulturmüdigkeit, mit Aufklärungsmüdigkeit nicht das Geringste zu tun. Kant hat und Kant verlangt einen geradezu unbedingten Glauben an die Vernunft. Aber die glaubwürdige Vernunft ist ihm allein die allererst in Bezug auf sich selbst selber vernünftig gewordene Vernunft. Sie auf den Plan zu führen, ist der Sinn seiner Vernunftkritik. Ganz interessant fand ich hier die Wendung eines Glaubens an die Vernunft, eine glaubwürdige Vernunft. Das ist jetzt natürlich kein theologischer Glaube, aber es ist doch mehr als nur eine abstrakte Vernunftkritik, sondern es ist eine intime Beziehung zu diesem Vermögen, was eben diese Kritik nach Barth ausmacht. Welche Rolle teilt dann Barth Kant zu? Kant ist für Barth der, Zitat, vollendete Mensch des 18. Jahrhunderts. Diese Rolle besitzt Kant nach Barth auch deswegen, weil er gerade das 18. zum 19. Jahrhundert überführt hat. Also in Kants Werk vollzieht sich diese Wende der Aufklärung. Und Barth sieht im Sinne dieses Glaubens der Vernunft in Kant eine ganz besondere Form der Aufklärung realisiert. Nochmal ein Zitat, das ist das Zitat Nummer 6. Aufklärung vor Kant war die unbedingte, uferlose und damit doch letztendlich unsichere Selbstbejahung der Vernunft. Wie man aber auch die Geistigkeit Kants und die Geistigkeit nach Kant als Aufklärung bezeichnen, was man in gewissem Sinne nicht nur tun kann, sondern tun muss, so ist sie jetzt jedenfalls bedingte, bestimmte, erst und nur insofern sichere, sie ist kritische Selbstbejahung der Vernunft geworden. Das ist das Neue bei Kant. Und das ist auch eine neue Seite der Geistigkeit des 19. Jahrhunderts, im Gegensatz zu der des 18. Jahrhunderts. Man sieht also, dass Barth nicht mehr hinter Kant zurückfallen möchte, sondern dass Barth durchaus im Ausgang von Kant neue Wege beschreiten möchte, und zwar vor allem, wenn es um die Bedeutung der Religion und aber auch der Theologie nach Kant geht. Trotz aller positiver Würdigungen der kantischen Vernunftkritik, hier ist eben dieses Stichwort der glaubwürdigen Vernunft zu nennen im vorherigen Zitat, ist es doch so,
dass Barth in Kants Vernunft, Philosophie ein Problem findet. Und das ist vor allem nach Barth im Problem des Bösen zu finden. Das Böse ist, wie Barth Kant interpretiert, ein notwendiger Vernunftbegriff. Und Barth bezieht sich hier auf die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Und in diesem Stück des Bösen, diesem Lehrstück des Bösen, sieht Barth in Kants Philosophie an eine Grenze kommen, die immanent selbst mit vernünftigen Mitteln nicht mehr bewältigt werden kann. Kant sagt an einer zentralen Stelle in der Religionsschrift, dass das Böse einen Vernunftursprung hat. Und an diesem Punkt setzt Barth an, um dann am Ende trotz aller positiver Würdigungen doch über Kant hinauszugehen. Barth spricht auch mit Blick auf Kants Religionsphilosophie von einem Problembegriff. Und der Problembegriff besteht darin, dass hier, Zitat Barth, der Träger der Vernunft, das heißt der Mensch, wie als Maß aller Dinge, so auch als Maß der Religion und ihrer praktischen und theoretischen Möglichkeiten und, jetzt kommt's, gerade als Maß Gottes gedacht und vorgesehen ist. Das ist die Grenze der kantischen Religionsphilosophie, die eben die Vernunft am Ende zum absoluten Bezugspunkt nimmt und die aber, wie im Bösen bereits deutlich wird, in sich gespalten ist und die sich selbst nicht so realisieren kann, wie es Kant wohl dachte. Nochmal in Bezug auf das Böse, wie ich schon sagte, im Bösen zeigt sich, dass die Vernunft, nach Barth jedenfalls bei Kant, nicht ihr eigentliches Programm realisieren kann. Die Vernunft ist auch der Ursprung des Bösen. Und das nennt Barth wiederum ein wieder vernünftiges, aber merkwürdigerweise gerade als solches der Ordnung des Vernünftigen doch mit angehöriges Prinzip, das Prinzip des radikalen Bösen. Jetzt ist es so, dass Barth, wie er grundsätzlich mit allen Denkern dieser Vorgeschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts umgeht, im Ausgang von Kant drei Wege identifiziert, wie sich die weitere theologische Entwicklung hätte ereignen können. Das ist ganz interessant, weil hier jetzt das eigentliche Anliegen Barths in seiner Theologie, in seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts der Theologie mehr oder weniger zur Sprache kommt. Zum einen, und das ist die erste Möglichkeit, die jetzt Barth im Ausgang von Kant sieht, könnte man, und das hat sich auch nach Barth so entwickelt, nur noch ein geschlosseneres System entwickeln, wie es sich bei Kant fand. Also, dass man bei Kant alle vorliegenden Lücken noch schließt und eben mehr oder weniger noch besser als Kant wird. Und dieses kantische Programm einer theologischen Entwicklung findet Barth bei Ritschl, aber auch bei Wilhelm Hermann realisiert. Das ist eine erste Möglichkeit, wie man jetzt mit Kant in die Theologie des 19. Jahrhunderts übergehen kann. Das wäre sozusagen ein besserer, ein ausgearbeiteterer Kant. Eine zweite theologische Entwicklung wäre nach Barth die einer immanenten Kritik. Und zwar so, dass der Vernunftbegriff, der sich im Bösen eben letztendlich spaltet und nicht mehr im Bösen, in diesem Problem des Vernunftursprungs des Bösen, eine Einheit aufweisen lässt, dass man hier immanent mehr oder weniger auf die Notwendigkeit hinweist, diesen Vernunftbegriff systematisch zu erweitern, und zwar, wie Barth meint, durch das Vermögen des Gefühls oder auch die Ahndung. Und hier bringt Barth vor allem Schleiermacher ins Spiel. Also Schleiermacher ist für Barth diese zweite Möglichkeit, wie man im Ausgang von Kant eine Theologie im 19. Jahrhundert entwickeln könnte. Er nennt aber auch noch Jacobi und Fries. Wir haben das ja gestern gehört, auch mit Rudolf Otto. Ich denke, dass man das durchaus auch in diese zweite Entwicklung noch nehmen könnte. Aber er nennt jetzt hier Schleiermacher im Sinne dieser immanenten Kritik. Im Gegensatz zu dieser ersten Möglichkeit der bloßen Fortführung und Ausgestaltung der kantischen Vernunfttheorie. Und entscheidend ist jetzt aber das dritte Moment, die dritte Möglichkeit, und darum geht es jetzt, Barth, in dieser Passage. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, und zwar besteht die darin, dass man Kants Vernunftbegriff tatsächlich noch mehr in seine
Grenzen weist. Ich zitiere, die dritte Möglichkeit würde meines Erachtens darin bestehen, dass die Theologie sich der Philosophie gegenüber bescheiden würde, auf ihren eigenen Füßen zu stehen, dass sie ihren methodischen Ausgangspunkt ebenso bestimmt in der Offenbarung wie jene in der Vernunft erkennen und also mit der Philosophie ein Zwiegespräch, nicht aber selber in den Mantel der Philosophie sich hüllend ein quasi philosophisches Selbstgespräch führen würde. Das ist die dritte Möglichkeit, wo Barth jetzt doch etwas mehr, und das bringt ihn auch wieder zu seiner dialektischen Theologie, die Eigenständigkeit der Theologie dann doch auch gegenüber der Philosophie betont, im Ausgang von Kant. Und diesen Weg sieht jetzt Barth noch zu wenig beschritten. Barth gibt sich also dann letztendlich recht bescheiden. Nochmal ein Zitat, wir werden auch besser verzichten auf den kühnen Versuch, Kant besser verstehen zu wollen, als er sich selber verstanden hat. Das wäre also dieser erste Weg der theologischen Entwicklung, der dann bei Hermann endet. Das heißt, aus der Philosophie Kants eine andere Religionsphilosophie folgern und aufbauen zu wollen, als die, mit der er selbst sein Werk in theologischer Hinsicht krönen zu sollen und können gemeint hat. Die Frage, ob das nicht möglich wäre, darf gestellt werden. Aber selbst wenn die Frage nach dem theologischen Belang einer solchen besseren auf Kant aufgebauten Religionsphilosophie geklärt wäre, so würde es sich bei der Erarbeitung jedenfalls um eine rein philosophische Aufgabe handeln. Philosophie aber ist eine strenge und weitschichtige Wissenschaft für sich und es steht dem Theologen nicht an, so zu tun, als befinde er sich in der Lage, gleichsam im Nebenamt auch noch eine Philosophie vorzutragen und ausgerechnet einem Kant etwas am Zeug flicken zu können. Also hier sieht man durchaus eine gewisse Ehrfurcht gegenüber Kant und Barth endet dann mit einer recht generellen Aussage über die Koexistenz von Philosophie und Theologie und das ist ganz merkwürdig, wie er die bezeichnet. Er sagt, Zitat, das Nebeneinander von Theologie und Philosophie ist ja vielleicht eine Angelegenheit, über die sich ohne Ironie in der Tat nicht reden lässt, auch von der Theologie aus nicht. Das ist die Verhältnisbestimmung, ein ironisches Verhältnis, das Verhältnis von Theologie und Philosophie. Da muss man sich genau fragen, was meint er damit? Ist wohl das gemeint, dass beide oder jedenfalls die Theologie doch immer sehr auf die Philosophie im Ausgang von Kant geschaut hat, dass sie aber es vielleicht doch nicht so tun sollte, wie sie es tat. Und dass sie diese Anziehung, Kraft, die gewissermaßen von der Philosophie ausgeht, akzeptieren muss, ohne sich ihr ganz hinzugeben, diese Gravitation. Das wäre vielleicht mit diesem ironischen Verhältnis gemeint. Hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber er sagt, es ist ein ironisches Verhältnis. Ja? Vielleicht auch ein fragwürdiges Verhältnis. Ne? Es ist also nicht selbstverständlich, sondern es muss problematisiert werden, aber in dieser Problematik durchaus nicht zu ernst genommen werden. Jetzt komme ich auf den nächsten Punkt, ganz kurz, Barth und Novalis. Direkt an dieses Kapitel über Kant findet sich in diesem Werk von Barth über die Theologie des 19. Jahrhunderts eine kurze Passage über Novalis. Und Novalis dient für Barth als Inbegriff, wie auch Kant und Hegel, für eine ganz bestimmte Geisteshaltung. Barth sagt zu den Frühromantikern, könnte man sagen, jetzt bei Novalis, sagt er, Zitat, die Romantik war nicht die tiefste, nicht die radikalste, die tiefste, das war Kant, die radikalste, das war Hegel, und nicht die reifste Form der großen Geistesbewegung, die die Aufklärung und das 18. Jahrhundert überhaupt vollendet und überwunden und die die typische Geistigkeit des 19. Jahrhunderts begründet hat. Nicht die tiefste, das wird doch wohl die Philosophie Kants gewesen sein, nicht die radikalste, die werden wir bei Hegel kennenlernen. Mit Blick auf die Theologie des 19. Jahrhunderts kritisiert dann Barth am Beispiel von Novalis, dass die Romantik hinter sich, dass sie die Romantik hinter sich gelassen, aber sie nicht losgeworden sei. Sie sei irgendwie zutiefst auch romantische Theologie. Sofern sie durch Schleiermacher beherrscht und bestimmt ist, braucht das nicht erst begründet zu werden. Ich wende mich jetzt im nächsten Punkt Barths Hegels Rezeption zu, die ähnlich wie diejenige von Kant recht ausführlich ausgefallen ist. In Hegel sieht Barth einen Typus, einen Inbegriff einer geistesgeschichtlichen Entwicklung verkörpert. Während Kant, wie ich schon sagte, als
der Vollender, als eine Gestalt der Vollendung aufzufassen ist, der Vollendung der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die nicht mehr nur die Vernunft zu sehr in die Schranken weist oder vielleicht sogar alles zerstört, wie Kant ja vorgeworfen wurde, der alles Zermalmende, die Ideen Gottes, der Unsterblichkeit der Seele und so weiter, sieht eben Barth in Kant einen, der die Vernunft versucht zu verstehen und jemand, der mit der Vernunft mehr oder weniger in ein intimes Verhältnis eintritt. Diese glaubhaftige, glaubwürdige Vernunft. Und so ist es eigentlich auch ganz ähnlich bei der Analyse der Hegelschen Philosophie. Da bezeichnet jetzt das Zitat 7 Barth Hegels Philosophie als die Philosophie des Selbstvertrauens. Zitat, es handelt sich um Philosophie und also um das Selbstvertrauen des denkenden Menschen. Hegels Vertrauen gilt der Äquivalenz zwischen seinem Denken und dem von ihm Gedachten, das heißt der völligen Gegenwart seines Denkens in dem von ihm Gedachten und der völligen Gegenwart des von ihm Gedachten in seinem Denken. Anders jetzt als Kant, für den die Grenze und die Kritik eine wichtige Rolle gespielt hatte, ist es bei Hegel so, das macht Kant sehr klar deutlich, dass diese Grenzen für Hegel so nicht mehr gelten. Ja, also die Erscheinung und der Begriff, das Äußere, die Realphilosophie und die Begriffslogik, die stehen in einem engen Verhältnis, das eben nicht mehr dieses ist, wie es bei Kant war. Und darin liegt dann aber auch für Barth das Problem bei Hegel. Und zwar deswegen, weil Hegel als der große Vollender und Überwindung der Aufklärung letztendlich ein Gottesbegriff ansetzt, der, wie es bei Kant schon angelegt war, aber nicht ganz so extrem, doch dazu führt, dass wir Gottes Freiheit, wie Barth sagt, am Ende nicht mehr bewahren können. Ich habe hier wieder ein recht langes Zitat, das ist Zitat Nummer 8, und darin wird nach Barth die Grenze oder die Problematik der Hegelschen Philosophie besonders deutlich. Ich lese es mal vor. Zitat, das Problem besteht also darin, dass die Identifizierung Gottes bei Hegel mit der dialektischen Methode, auch wenn sie nicht seine Identifizierung mit dem Lebensakt des Menschen bedeuten würde, eine kaum tragbare Einschränkung, ja Aufhebung der Souveränität Gottes besagt, die die Bezeichnung dessen, was Hegel Geist, Idee, Vernunft und so weiter nennt, als Gott erst recht fragwürdig macht. Dieser Gott, der Gott Hegels, ist mindestens sein eigener Gefangener. Alles begreifend begreift er zuletzt und zu höchst auch sich selbst. Und indem er das im Bewusstsein des Menschen tut, wird und ist vom Menschen alles aus alles, was Gott ist und tut, als dessen eigene Notwendigkeit eingesehen. Es kann nun in der Offenbarung nicht mehr um eine freie Tat Gottes gehen, sondern Gott muss so funktionieren, wie wir ihn in der Offenbarung funktionieren sehen. Ja, es ist ihm notwendig, sich zu offenbaren. Das endliche Bewusstsein, das der Offenbarung teilhaftig ist, erweist sich damit als Moment in dem Begriff, in dem Prozess Gottes selber. Notwendigkeit ist die Schöpfung, notwendig auch die Versöhnung. Notwendig für Gott selber ist die Gemeinde, in der er der Geist der Gemeinde und damit erst Geist und Gott sein kann. Wäre er nicht der Geist der Gemeinde, so wäre er nicht Gott. Und nur sofern er Geist der Gemeinde ist, ist er Gott. Ich bin notwendig für Gott. Das ist der Grund des Hegelschen Gottvertrauens, der Grund, weshalb es sofort und ohne weiteres auch als Selbstvertrauen verstanden werden kann und sich selbst verstanden hat. Hegel hat, indem er die dialektische Methode der Logik zum Wesen Gottes machte, die Erkenntnis der realen Dialektik der Gnade, die in der Freiheit Gottes begründet ist, unmöglich gemacht. Auf dem Boden dieser Dialektik wäre das Unternehmen einer Notwendigkeit, unter der Gott selber stehen soll, zu reden, in der Wurzel unmöglich. Die Dialektik, in der wir selbst existieren, eine Methode, die wir jederzeit selbst handzuhaben vermögen, ist jedenfalls nicht die reale Dialektik der Gnade. Also in diesem Punkt, in diesem sehr langen Zitat wird deutlich, dass bei Hegel letztendlich die Aufhebung der Grenze der Vernunft, die sich bei Kant noch finden ließ,
zu einem Gottesverständnis führt, was bestimmten theologischen Intuitionen oder Grundüberzeugungen oder vielleicht sogar auch Notwendigkeiten im Wege steht. Und allen voran ist hier die Freiheit Gottes zu nennen, die Barth durch die Logik des Begriffs, die dialektische Entwicklung bei Hegel eingeschränkt sieht. Hier kann man sich jetzt fragen, warum Barth jetzt nicht auf etwa Schelling eingegangen ist. Also Schelling betont immer wieder, eben auch in der Freiheitsschrift, wie ja auch der Titel sagt, die Freiheit Gottes. Und das hatte mich also sehr gewundert, dass sich hier an dieser Stelle, wo Barth mehr oder weniger fast schon eine ähnliche Kritik wie Schelling zu unternehmen scheint, hier der Bezug zu Schelling nicht ins Spiel kommt, jedenfalls nicht in dieser Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts. Und so endet auch Barths Analyse von Hegels Philosophie recht ernüchternd. Barth sagt, um diese Analyse zu Ende zu führen, Zitat, so müssen wir uns damit zufrieden geben, Hegel als den, der er war, zu verstehen. Eine große Frage, eine große Enttäuschung, vielleicht doch auch eine große Verheißung. Also Barth sieht durchaus, dass Hegels Philosophie große Probleme mit sich bringt, daraus eine adäquate Theologie zu entwickeln. Und das führt mich auch zum Schlusspunkt meines Vortrags. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Karl Barth durchaus, wie ich jetzt versucht habe zu zeigen, anhand von verschiedenen Zitaten, dem Vernunftbegriff eine wichtige Rolle zugesteht. Dass er gewissermaßen seine Einsichten der Wortgottestheologie, der dialektischen Theologie rückblickend, diesem Buch, diese Vorlesungen waren von 1933, wie mir scheint, anhand dieser großen Figuren, allen voran Kant, aber auch Hegel, nochmal durchführen möchte, nochmal rekonstruieren möchte. Diese Auseinandersetzung mit Kant und Hegel ist durchaus immanent, sodass Barth die systemsprengenden Momente, bei Kant ist es das Böse, bei Hegel ist es die Notwendigkeit der Dialektik, also sehr scharf erkennt. Diese Diagnose der kritischen Grenzen beider Denker dann dazu wiederum nutzt, um mit Blick auf die weitere theologische Entwicklung Erklärungsmuster zu gewinnen, die ihn in die Lage versetzen, auch andere Entwicklungsmöglichkeiten als diejenigen, die sich tatsächlich vollzogen haben, zu denken. Und mir scheint, dass er damit nicht zuletzt auch an seine eigene Theologie denkt, die er als eine Alternative zu bestehenden theologischen Entwicklungen, vor allem im Ende des 19. Jahrhunderts, auch in Stellung zu bringen, sucht. Kant ist also, könnte man sagen, und Hegel auch für Barth, am Ende doch auch ein Instrument, mit dem er seine eigene theologische Überzeugung rechtfertigen möchte. Und das scheint mir ein ziemlich geschickter Zug zu sein, sodass ich nämlich Barth jetzt im Nachhinein von 1933 oder eben auch 1946 dann umso besser auch gegen den Vorwurf verteidigen kann, orthodox zu sein an schlechten Sinn oder Vernunft, unkritisch zu sein. Nein, er kann es zeigen, dass durch die Analyse der Vernunftkritik bei Kant, durch die Analyse des absoluten Idealismus bei Hegel Kritikpunkte finden, die seine eigene Theologie motivieren. Und das scheint mir letztendlich das Anliegen gewesen zu sein, das Barth hier sich vorgenommen hat, wie er es in seiner Geschichte der Theologie des 19. Jahrhunderts entwickelt hat.